auf mein Wertegäste, wir möchten alle begrüßen und willkommen heißen im Namen der Ursprungbuben aus dem Zillertal des Freien, das seid schon so zahlreich am Donnerstag erschienen seid. Und ich spare mir heute die all übliche Vorstellung, weil ich glaube, die heute da sind, die kennen uns, hoffe ich mal zumindest. Ja, du kannst aber auch einfach machen, weil auf dem ist das ganz gewiss. Gut, ich mach's jetzt einfach, so wie immer. Ich stelle uns kurz vor für all diejenigen, die neu hinzugestoßen sind. Auf der rechten Seite, an der Harfe, unser Cousin, kräftiger Applaus für den Franz Josef. Auf der linken Seite, der jüngste von uns drei, unser Nestsäckchen, das Küken, mit der steirischen, kräftiger Applaus für Andreas. Und in der goldenen Mitte, die Vernunft hat einen Namen, meine Wenigkeit, kräftiger Applaus für mich, für Martin. So, zum Ablauf des heutigen Abends muss man natürlich dazu sagen, wir sind natürlich heute nicht der Höhepunkt, sondern wir bemühen uns für den Begrüßungsabend um ein abwechslungsreiches Programm. Das heißt, wir machen jetzt zwei Blöcke, glaube ich, am heutigen Abend. Da schauen wir noch. Auf alle Fälle haben wir natürlich Unterstützung mit dabei. Genau. Das heißt, der Mario K., die Kufsteiner und das Kasermann, du, die sind ja alle mit von der Partie. Und die Ursprungbuben sind mehr oder weniger ein bisschen, ja, zum ein bisschen aufrucken. Begrüßungsabend, das heißt, wir begrüßen natürlich auch persönlich und sozusagen von der Bühne runter. Aber wie gesagt, Hauptprogramm sind die anderen drei Gruppen, aber das nichtsdestotrotz, da ich sagen, machen wir jetzt gleich einen flotten Borisch, ne? Jawohl, ich darf sagen, aufgehört, zugehört, in der Früh mit der Ruhe, Smolder, wird aufgehört. Oh.
So, auf geht's, eine schöne Walzermelodie machen wir jetzt aus der aktuellen CD. Gleichzeitig eine große Damenwahl. Es gibt ja auch viele, viele begnadete Tänzer unter den Ursprungbaum-Fans. Und jetzt darf ich sagen, zum See. So, auf geht's, wir machen jetzt noch zwei Melodien auf der Geige, bevor es dann sozusagen im Normalprogramm startet. Und wie gesagt, wir haben da heute einiges geboten. Wichtiger Hinweis gleich schon für morgen. Wir haben ja morgen früh oder morgen Vormittag den Ausflug auf die Granatalm mit eingeplant. Und da werden wir uns natürlich auch hinaufbegeben. Aber für alle, die noch nicht so genau wissen, wie das Ganze funktioniert, man erreicht die Granatalm über zwei Wege, und zwar einmal von der Benkenbahn in Meierhofen, und da gibt es ermäßigte Fahrpreise, also Gondelpreise nach oben mit dem Eintrittsband vom Ursprungbaumfest. Das heißt, ihr kriegt einen ermäßigten Preis zum Hochfahren, oder es gibt dann die Alternative von Finkenberg aus zur Granatalm. Da brauchen wir dann wanderstechnisch dann nicht mehr so viel mitmachen, das heißt dann 100 Meter zu Fuß. Hier, muss ich aber dazu sagen, gibt es keine Ermäßigung. Das heißt, wer nicht laufen will, der muss praktisch den vollen Preis zahlen, aber von Meierhofen aus, da gibt es die Ermäßigung für die Ursprungbaum-Fans sozusagen auf die Granatalm. Auf geht's, Bock, mach jetzt zwei Melodien noch in der Zwischenzeit. Riedel, Dischel, Bohrisch, thank you.
vielen Dank, Gelsgott-Taut, wohl so unpacken jetzt noch einen Schreiring, bevor wir dann den nachfolgenden Musikern die Bühne überlassen. Genau, weiter geht's mit den Kufschnorner, glaube ich, so ja, das genau. Was. Und es gibt natürlich auch noch einen Teil von uns drei, also das war so ein bisschen zum Aufwärmen. So gegen 2.30 Uhr. Ja, da treten auf mir auf nochmal so richtig in Fahrt. Na, Spaß beiseite, also wie gesagt, es gibt noch einen kurzen Teil dann von uns dreien, aber wie gesagt, der Begrüßungsabend gilt sozusagen eher den anderen Gruppen. Auf geht's, wann packen wir jetzt noch dabei? Genau den, und zwar auf geht's die Titelmelodie aus der aktuellen CD, und zwar Hund, Hämmer, Schon. Auf geht's, der Mann. Nicht eingeschlafen, gehen wir, 1, 2, 3, 4. Jetzt im Programm mit die Kufsteiner. Vielen Dank, wie gesagt, wer Lust und Laune hat, der besucht uns natürlich da drüben links von der Bühne von oben aus gesehen oder rechts von unten aus gesehen beim großen Ursprung vom Fanstand auf einen kurzen Plauderer oder auf ein Foto, wie auch immer, da ins Freie natürlich. Und wie gesagt, jetzt genießt das Programm. Bis später.